Melanie und Monika, die beiden M's. Gerne würden wir heute den Fokus auf unsere Hüfte, auf die Knie, auf die Beine legen. Eine gesunde Hüfte sorgt für eine gute Fortbewegung. Gemeinsam, also Hüfte, Knie, Beine, eine Einheit und sorgen richtig für den Schwung des Lebens, wenn sie beweglich und gesund sind. Und dafür sind wir beide da, um einige Übungen und Tipps zu zeigen. Es geht auch schon los. Ja, auch von mir ein Hallo erstmal. Wir wollen gerne zum Einstieg wieder mit unserem kleinen Yon-Gruß beginnen. Wer den schon kennt, lässt sich gleich darauf ein. Wer den noch nicht so kennen sollte, einfach immer mal wieder anschauen. Ist ganz einfach und führt dazu, dass wir uns wahrnehmen und uns annehmen. Und wir machen es trotzdem erst noch mal einmal kurz mit ein paar Atemzügen alleine. Stehend oder sitzend, Schultern sinken, Atem fließt. Dann fangen wir an. Die Hände nach unten senken und wieder finden. Wir strecken uns weit aus. Wir neigen uns nach vorne, richten uns ans rechte Bein und aufrichten, nehmen wir es mit. Sinken. Rechter Arm, Seitneigung. Rechte Hand links anlegen und öffnen. Rotation. Komm zurück. Cobra bzw. Krieger Cobra. Die Stuhlposition mit dem langen Rücken. Arme nach vorne. Hände finden sich wieder und wir richten uns auf für die andere Seite nochmal. Los geht's. Lass dein Atem fließen, greif dein linkes Knie. Anfangs immer ein bisschen wackelig. Langer Rücken. Ja, ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen bei euch angekommen. Wir machen nun weiter. Monika leitet die erste Asana an und ich werde mich jetzt hinsetzen auf meine Matte, denn die Übungen, die Asanas, die wir jetzt machen, finden auf der Matte statt. Wir kommen in die Grätschbeuge, das heißt für die Menschen am Stuhl, dass sie die Beine genau wie Melanie auf der Matte schön weit grätschen, so weit wie es geht. Der Oberkörper ist schön gerade und ich bitte euch wirklich, die Hände mal gewendet von innen an die Innenschenkel, Knie zu legen, so ein bisschen in die Vorbeuge und drückt mal leicht von innen gegen eure Knie. Es ist wirklich schön, die Hüftöffnung zu spüren. Dann löst ihr die Knie, die Hände an den Knien. Legt die Hände auf die Oberschenkel, wieder seid ihr gerade im Oberkörper, ihr atmet ein, ihr dreht den geraden Oberkörper zur linken Seite und kommt mit der Ausatmung nach unten auf den linken Oberschenkel bzw. ihr auf den rechten Oberschenkel, verweilt einen kleinen Moment und mit der nächsten Einatmung kommt ihr wieder hoch. Bleibt in der Mitte, dreht euch zur linken Seite mit der Ausatmung, kommt ihr auf den linken Oberschenkel runter. Ihr kommt wieder hoch, wieder zur Mitte. Einatmung, Ausatmung, wieder runter zum rechten Oberschenkel.
Nochmal wieder einatmen, hoch, Mitte. Ihr spürt, wie sich der Oberkörper, wie die Flexibilität der Wirbelsäule, Ausatmung wieder runter, wieder ganz viel passiert. Und mit der nächsten Einatmung wieder hoch. Ihr holt bei dem Hochkommen immer die Kraft unten aus der unteren Wirbelsäule. Ihr dreht wieder mit der Einatmung und mit der Ausatmung geht es nochmal runter. Langsam kommt ihr mit der nächsten Einatmung wieder hoch, wieder zur Mitte und wieder zur linken Seite. Runter noch einmal. Achtet am Boden bitte darauf, dass beide Beine wirklich den Boden berühren, beide Gesäßbacken wirklich auf dem Boden sind. Mit der nächsten Ausatmung haltet euch wieder an die Innenschenkel fest. Wir gehen wie die Schildkröte mit der nächsten Ausatmung nach vorne. Der Rücken bleibt gerade, der Blick nach vorne gerichtet, wenn es möglich ist. Versucht mal hier 2, 3 Atemzüge, jeder für sich zu verweilen. Kraft für den unteren Rücken, für die Oberschenkel. Öffnet hier oben leicht im Brustkorb. Und mit der nächsten tiefen Einatmung kommt vorsichtig wieder hoch. Ganz vorsichtig. Schließt mal die Oberschenkel, die Knie, die Beine wieder. Verweilt einen Moment. Versucht mal den kleinen Rundrücken zu machen. Euch vielleicht zu öffnen. Wie die Katze im Sitzen. Noch einmal rund. Vielleicht noch ein bisschen zu öffnen. Ein bisschen zu lockern. Und vielleicht seid ihr bereit für die nächste Übung. Ja, dieses ist speziell eine meiner Lieblingsübungen. Und zwar stabilisiert die sehr, sehr gut die Knie, die auch nun mal uns das Leben lang tragen und fortbewegen. Guckt mal, schaut mal, dass ihr möglichst aufrecht sitzt auf der Matte. Zum Festhalten nehmt ihr ein aufgestelltes Bein. Ich habe jetzt hier das linke, mein rechtes Bein liegt am Boden. Monika hat den Stuhl. Wir werden gleich in voll gestreckter Position das Bein einmal anspannen und halten. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht die Wade vom Boden löst. Ihr solltet die Wade am Boden lassen. Wer das Bein nicht gut durchstrecken kann, ich habe jetzt ein kleines Handtuch, kann natürlich sich ein Kissen oder ein Handtuch nehmen und halt eben wirklich den Druck da heraufgeben, so wird sich das Bein strecken. Ihr spürt das hier vorne, ne? Nicht hier oben im Hüftbeuger, sondern vorne im Oberschenkelbereich im Knie nehmen. Das wäre dann richtig. Monika erklärt es für den Stuhl. Ihr Menschen am Stuhl, ihr sitzt weiterhin auf der vorderen Kante des Stuhls, sodass ihr euch rechts und links seitlich gut festhalten könnt. Geht so ein kleines bisschen in die Rückbeuge, somit haben wir auch die Bauchmuskeln richtig schön fest. Wir würden das linke Bein bzw. das rechte Bein anheben, richtig versuchen, die Zehen zum Körper zu ziehen und spürt auch die Wadendehnung und wie das Knie richtig durchgedrückt werden kann. Und ihr fühlt selber, wie weit ihr gehen könnt und wie lange ihr es halten könnt auch. Genau. Okay, jetzt beginnt erst die Übung. Vielleicht habt ihr das schon ein bisschen probiert und erfahren, wie sich das anfühlt für euch. Bitte nicht krampfen. Atmen muss möglich sein. Setzt euch also ein bisschen aufrecht hin und fangt mal an. Einmal bitte das rechte Bein richtig schön halten, atmet weiter, ein bisschen Haltung und mit dem nächsten Ausatmen komplett loslassen.
auch gerne den Körper, der muss ja mithalten, man kann nie alles so ganz trennen. Aber wir machen es noch einmal bitte und festmachen. Halte die Spannung. Ihr könnt den oberen Fuß, also die Zehen, so leicht nach außen drehen, dann kommt die Spannung noch mehr so im inneren Bereich an. Atmet weiter. Auch mit dem Fuß stellt eure Zehen mal so ein bisschen auf 10 Uhr. So, dann spürt ihr die Kraft in euren Beinen, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel. Wieder loslassen. Ja, ist schon ganz schön heftig. Aber das ist die Möglichkeit, unsere Knie zu stabilisieren ohne Gewichte, ne? Ohne Belastung des Gelenks. Die dritte Variante, oder den dritten Durchgang, können wir variieren, nur wenn ihr möchtet. Bringt noch einmal die Spannung herein in das Bein. Wer sich bereit fühlt, der die Kraft hat, kann jetzt das Bein leicht anheben. Zumindest auch am Boden sitzen, auch am Stuhl. Hier richtig heftig. Auch wenn der Stuhl noch so bequem aussieht, ich spüre es. Noch vier. Oh. Noch drei, noch zwei. Und das Bein ist stabilisiert. Bitte löst komplett auf. Reibt mal ein bisschen mit den Händen, den Oberschenkel. Gerne auch mal das ganze Bein. Tut euch gut, auch das andere Bein gerne. Wirklich die Spannung rauslassen. Auch das gehört immer beim Yoga dazu. Atmen. Und ich glaube, wir versuchen mal das andere. Okay. Monika macht es mit dem Spiegel gleich. Ich mache es so. Das linke Bein für euch wäre jetzt dran. Ihr haltet euch anderen Bein fest oder am Stuhl und los geht's. Bringen das Bein mal feste in die gerade Spannung. Atmet ruhig. Wirklich hier vorne die Spannung spüren. Dauert manchmal ein bisschen, bis man die hat. Auch am Stuhl. Ich hab sie. Oh, und wieder lösen. Auch alles lösen, ne? Nichts soll sich verkrampfen. Immer deine eigene Grenze beachten. Zweiter Durchgang. Los geht's. Atmen schön. Die auf der Matte sitzenden müssen wirklich auf eine aufrechte Haltung achten. Ich kann das auch schon mal an der Wand machen, alternativ. Atmen weiter. Und lösen. Alle Dinge sind drei, oder? Yes. Versuchen wir es nochmal. Wenn ihr mögt, mit Bewegen. Also erstmal die gute Anspannung. Wade ist immer noch am Boden. Und jetzt können wir das Bein einmal anheben. Etwas nach innen hochheben. Atme weiter. Ja, ja. Viermal noch, oder? Nur drei. So, zwei. Ihr habt es geschafft. Bitte löst komplett die Spannung raus. Und fühlt euch gut. Locker, schüttelt, streicht euch aus. Jetzt strecken wir unsere Beine richtig weit aus. Wichtig ist, dass euer Stuhl schön feststeht, dass ihr wirklich das Gefühl habt, ihr rutscht nicht. Die Fersen sind aufgestellt. Ihr nehmt jetzt mal eure Hände seitlich ganz stark am Oberkörper. Die Handflächen sind nach innen, zeigen nach innen, die Daumen nach oben. Und ihr geht leicht in die Rückbeuge.
wieder die Festigkeit, die Kraft aus dem Bauch raus. Das rechte Bein hoch, das rechte Bein kreuzt das linke Bein, wenn es möglich ist. Und ihr haltet und ihr spürt eure Kraft. Und spürt. Melanie, gib mir ein Zeichen. Ich glaube, ich brauche es nicht jetzt extra erklären. Ich glaube, ihr seid alle schon längst drin in der Position. Es ist für den ganzen Rumpf und das Bein eine wunderbare Stärkung. Und langsam macht ihr eine kurze Pause. Lockert alles aus. Vielleicht ist es so, dass ihr am Stuhl merkt, dass ihr anfangt zu zittern. Wunderbar, ihr macht es genau richtig. Genau. Es darf zittern, es darf wackeln. Wir wollen alle tiefliegenden Muskeln packen. Okay, aber wir machen es nochmal. Ich würde sagen, im Wechsel, nochmal im Wechsel, damit wir das eine oder andere ein bisschen entlasten. Jetzt seid ihr bereit. Die Beine sind wieder gestreckt. Die Arme eng am Oberkörper, Daumen nach oben, ihr geht leicht in die Rückbeuge, ihr nehmt euer linkes Bein hoch, vielleicht die Zehen wieder zum Körper, ihr kreuzt mit dem linken Bein das rechte Bein. Das rechte Bein bleibt auf der Erde. Ihr lasst die Atmung fließen, vielleicht ein kleines Lächeln und ihr spürt euch wieder. Und mit der nächsten tiefen Einatmung kommt ihr wieder zurück. Heile Miska, mein Gott. Wunderbar. Vielleicht habt ihr auch langsam sehr gut zu fühlen. Doch, also so zu fühlen ist wirklich, hier ist es nicht ganz so warm, aber jetzt wird mir warm. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir können den Durchgang nochmal machen. Ne? Ja. Oder? Genau. Auch nur nochmal. Jetzt wissen wir, wie es geht. Beine wieder gestreckt, Fersen liegen auf, Arme eng am Oberkörper, Daumen Richtung Himmel, geht in die Rückbeuge, rechtes Bein hebt sich, Zehenspitzen ranziehen, rechtes Bein kreuzt das linke Bein, ihr haltet euch und es klappt schon viel, viel, viel besser. Auch die am Boden Sitzenden bitte, haltet den Rücken lang. Wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, ist nicht schlimm, geht zurück, macht eure Pause. Atmen nach. Und einatmen und absetzen. Dieses Jahr Weihnachten haben wir alle den Brettharten auch. Ja, heute glaube ich auch. Vielleicht schon Ostern. Okay, noch einmal Beine strecken, Arme anwinkeln, Daumen nach oben, zurück, aber ohne anzulehnen. Linkes Bein hoch, linkes Bein, Zehen anziehen, kreuzt das rechte Bein. Ihr haltet euch, blickt so ein bisschen Richtung Himmel. Ihr spürt die Spannung im Körper wie so ein Flitzebogen. So angespannt, so viel Kraft, die euch hält und trägt, die euch immer wieder Stabilität gibt. Und wir lösen auf. Ich finde, ihr wart wunderbar. Wir auch. Ja, hat man auch mal so. Streicht euch wieder aus. Vergesst nicht, auch mal wirklich über eure Knie zu gehen. Bis unten. Und immer wenn wir wieder in die Vorbeuge gehen, komprimieren wir die Bauchorgane gleichzeitig mit. Wir bringen sie aus. Der Rücken schön rund, die Wirbelsäule. Und ich höre jetzt auf zu reden. Bitte schön. Ja, vielleicht. Es ist nur mal gut für die Vorderseite. Es gibt ja auch noch eine Rückseite für unsere Hüfte und für unsere Beine. So schlage ich die nächste Position vor.
Am Boden gehen wir in die Position der Katze. Am Stuhl entsprechend auch. Ihr seht das. Wir kommen jetzt gleich wieder in den Tiger. Bekannte Asana. Und sehr wohltuend für die ganze Länge. Wenn ihr das Gefühl habt, die Position ist gerade richtig, dann streckt euer rechtes Bein einmal nach hinten. Und wenn es möglich ist, nehmt ihr den linken Arm nach vorne. Die Diagonale. Wichtig ist hinten, das lange Bein. Streckt euch in dieser Asana. Atmet weiter. Es ist auch eine große Stabilität, die gefördert wird. Kraft. Und auch gleichzeitig wieder die Streckung, nämlich der Vorderseite. Atmet weiter. Auf den Menschen am Stuhl gucken, dass in diesem Fall die rechte Hand, die auf dem Stuhl liegt, weit gefächert ist, dass ihr euch den Halt gibt. Der linke Fuß wunderbar mit der Erde verbunden, euch auch stabilisiert. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen wir Arme und Beine zurückkommen und nehmen eine erholsame Position ein. Wir können das zusammengerollte Blatt in Stellung des Kindes nehmen. Auch wir können das Kind wählen. Legt eure Unterarme ab, lasst den Kopf sinken. Die Füße, die Beine sind hüftbreit auseinander. Und vielleicht sind die Beine etwas durchgestreckt, sodass ihr auch wieder die Dehnung hinten in den Waden spürt. Spielt so ein bisschen mit euch. Lasst auch hier die Atmung fließen. Machen wir uns nun bereit für die andere Seite. Nimmt die Katzenposition wieder an. Immer können die Menschen, die die Hände nicht so gut aufsetzen können, auch Fäuste nehmen, die Handgelenke. Aber wenn möglich, empfehle ich immer die flache Hand. Macht euch bereit, der Rücken ist jetzt gerade und das linke Bein wird nach hinten gestreckt. Und entsprechend der rechte Arm nach vorn. Ohne den Nackenschulterbereich einzuklemmen, streckt ihr euch und atmet einfach weiter. Der Blick vielleicht nicht ganz nach unten, sondern wenn ihr auf der Matte seid, so zum vorderen Mattenrand hin, lasst den Kopf nicht hängen, streckt euch und spürt die Kraft und die Streckung. Noch ein bisschen können wir, ne, Monika, oder? Ja. Auch hier darf gewackelt werden. Alles ist gut. Vielleicht noch mal einmal das Bein hin, richtig schön mal lang machen. Beim nächsten Ausatmen lösen wir auf. Ganz ruhig, ganz entspannt in eine Ruheposition begeben und atmen. Wenn wir loslassen wollen, dann müssen wir uns auch öffnen können für neue Dinge. Die Menschen am Stuhl sitzen wieder schön an der vorderen Kante. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich starte mit der ersten. Ihr haltet euch wieder rechts und links fest. Ihr schiebt bewusst den Brustkorb richtig schön raus.
die Schulterblätter ganz eng aneinander. Sie dürften sich küssen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne den Kopf nach hinten ablegen. Lasst die Atmung fließen. Ihr spürt die wunderbare Öffnung des Brustkorbes, die Herzöffnung. Ihr atmet ganz, ganz wunderbar in eurem Rhythmus ein und noch tiefer wieder aus. Ebenso ist die Öffnung im unteren Bereich sehr stark und hinten wird wieder gekräftigt. Da dürft ihr eure Muskulatur auch spüren, aber nicht verkrampft. Nacken nicht abknicken, strecken, auch ein bisschen überstrecken, aber nicht abknicken. Mit der nächsten tiefen Einatmung kommt ihr ganz vorsichtig im Kopf, Oberkörper wieder zurück, kommt in die Vorbeuge. Lasst ganz locker am Boden vielleicht das Kind im Sitzen. Lasst so den Oberkörper entspannt hängen. Ihr könnt auch alles hängen lassen, rutscht aber nicht vom Stuhl. Und mit der nächsten tiefen Einatmung kommt ihr nochmal hoch. Wir können es noch ein bisschen verändern am Stuhl. Wir stellen den Stuhl mal einmal seitlich. Ihr könnt es auch so machen, ist ein Kunststück. Ihr könnt euch auch vor den Stuhl knien, dann haben wir die gleiche Öffnung wie Melanie hier vorne in der Hüfte. Ihr haltet euch am Stuhl fest. Ihr habt ja die Sicherheit, dass ihr nicht nach hinten abrutscht, rechts oder links. Geht auch hier bewusst nochmal Schulterblätter, führt ihr zusammen, ihr geht mit dem Kopf nach hinten, spürt auch hier die Öffnung im Brustkorb, haltet wirklich bewusst die Spobacken schön stramm, damit ihr hier merkt, hier vorne öffnet sich die Hüfte. Für die matten Menschen ist auch noch eine Steigerung möglich, nämlich wenn ihr mögen könnt, könnt ihr versuchen, eure Füße hinten zu halten oder zu berühren. Sehr, sehr stark die Asana und es darf nur gemacht werden, wenn es geht. Okay, ich schlage vor, wir nehmen nochmal, nachdem wir entschieden haben, welche Variante wir nehmen, zusammen an. Okay, jeder macht das, wo er sich am wohlsten mitfühlt. Egal ob im Sitzen oder im Knien. Ich bleibe jetzt mal einmal hier vorm Stuhl und wir können nochmal ganz vorsichtig in die Rückbeuge gehen. Schulterblätter, Finger wieder zueinander, Brustkorb öffnet sich, Hüfte öffnet sich nach vorne, Leisten werden gedehnt, ihr atmet. Und lass die Gedanken ziehen wie die Wolken. Mit der nächsten tiefen Einatmung kommen wir ganz langsam zurück. Ja, ganz vorsichtig geht ihr nochmal in die Vorbeuge oder in das Kind. Legt nochmal ab. Und auch hier kommt ihr ganz langsam mit der nächsten tiefen Einatmung wieder hoch. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Übung, die uns wieder ein bisschen Ruhe geben soll. Wir matten Menschen müssen dafür in den Stand kommen und das schlage ich vor, nach der starken Anspannung, die wir gerade hatten, eventuell einmal den herabschauenden Hund mitzunehmen, die Füße zu rollen,
damit die Streckung und Lockerung wieder da ist. Und so wie ihr könnt, setzt ihr die Füße auf, die Hände und richtet euch komplett zum Stehen wieder ab. Was wir jetzt zum Abschluss machen, kann sowohl sitzend wie auch stehend gut ausgeführt werden. Es ist einfach nur erforderlich, dass ihr dafür entspannt seid, in euch ruht, vielleicht mittlerweile die ganzen Übungen nochmal nachspürt. Und wir kreisen, kreisen und kreisen. Wir beginnen mit dem rechten Fuß. Ihr hebt die Ferse an. Fuß kann gerne auf dem Boden stehen bleiben und ihr fangt an, im Fußgelenk zu kreisen. Das Standbein sollte bitte leicht gebeugt sein, die Haltung aufrecht, der Atem fließt. Ganz einfach und schlicht. Spürt hinein, das, was ihr tut. Kreisen. Diese Übung kann natürlich auch im Sitzen gemacht werden. Wer ein bisschen mehr sich fordern möchte, der stellt sich auf und unterhält sich einfach mit einer Hand am Stuhl fest, sodass wir dann immer die Sicherheit haben, dass wir gehalten werden. Wir wechseln die Richtung, wir kreisen das Fußgelenk nun anders herum. Diese kreisenden Bewegungen sind wohltuend für die Gelenke. Wir werden die gleich ein bisschen ausweiten. Versucht es so gut es geht mitzumachen. Die kann man auch mal ganz alleine für sich machen, diese Übungen, die Gelenke ein wenig zu entlasten. Gut. Wir stoppen, wir halten inne und versuchen jetzt den Kreis ein bisschen weiter zu kreisen. Wir haben so ein bisschen Knie und Hüfte mit da drin. Für die Knie mache ich gleich noch eine eigene kleine Übung. Spürt das Kreisen etwas mehr nach oben auch. Ich weiß, das Standbein arbeitet, aber atmet ruhig weiter. Ihr habt die Kraft. Bleibt entspannt. Und nun andersherum bitte kreisen. Auch so groß wie es geht. Ihr könnt vielleicht sogar das Bein noch ein bisschen abheben vom Boden. Noch viermal. Stellt mal einfach das Bein neben das andere. Fühlt den Unterschied. Fast noch kurz, was ich hier mache. Ihr könnt sowas eine halbe Minute bis eine Minute euren Gelenken mal gönnen. Wir werden jetzt wechseln. Wir nehmen den linken Fuß angehoben. Die Ferse können wir gut das Fußgelenk kreisen lassen. Atmet ruhig weiter. Gedanken ziehen an euch vorbei. Haltet nichts fest, schenkt euch selber auch mal ein kleines Lächeln, spürt eure Mitte, ruhig, stark. Wir halten inne und kreisen andersherum. Unterschiedliche Empfindungsmöglichkeiten, Wärme, Lockerheit, all das könnte sich bemerkbar machen. Und wir halten wieder inne. Wir werden den Kreis jetzt wieder so ein bisschen größer machen, sodass die Hüfte mit eingezogen ist, Knie auch. Atme ruhig weiter. Wie ihr gehabt, wenn ihr mal nicht mehr könnt, lockert aus. Geht's noch? Ja, gut. Kein
einen Kreis größer machen, sodass der Fuß sich sogar vom Boden löst. Andersherum gerne auch nochmal. Ausatmen vor allem. Ganze Anspannung rauslassen. Es gibt natürlich auch Achterkreis. Man kann auch spielen damit. Genau. Noch viermal. Dann stellen wir die Füße wieder nebeneinander. Lassen die Füße am Boden ankommen, beugen die Knie und legen die Hände draußen an die Knie an. Der Daumen legt sich über das Knie. Kein Druck, einfach nur anlegen. Die Füße sogar ziemlich eng zusammenstellen gerne. Und so müsste die Position für alle Knie in Ordnung sein. Wir malen mit den Knien jetzt Halbkreise. Einmal nach rechts und wieder zurück. Dann wieder nach links und wieder zurück. Und das machen wir ganz einfach jetzt mal eine kleine Weile. Ohne Druck, ganz leicht. Die Menschen, die den Stuhl dabei haben, die stehen ganz nah an ihrem Stuhl. Wenn sie nämlich das Gefühl haben, es geht nicht mehr, können sie sich einfach einen Moment hinsetzen. Und dann wieder die neue Herausforderung suchen. Es nochmal zu probieren. Aber ihr könnt immer wieder die Pause machen und zwischendurch dann einmal aufatmen. Und auch das, wenn ihr wieder hochkommt, aus dem unteren Rücken, aus dem Oberschenkel, gibt euch immer wieder neue Kraft und die Sicherheit, den Stuhl hinter euch stehen zu haben. Wir kreisen in jede Richtung noch zweimal bitte. Noch einmal auf, die Stuhlmenschen setzen sich noch einmal. Nun ist ganz Ruhe und Stille angesagt. Spürt euren Stand auf den drei Punkten, Großziehballen, Kleinziehballen, Ferse. Knie ganz eben gebeugt. So können sich die ganzen Knochen, Gelenke gut sortieren und ausrichten in eine aufrechte, gute Haltung, ohne zu verkrampfen. Nun macht noch mit uns zusammen ein paar Atemzüge. Spürt, lächelt, schaut voller Freude jetzt auf das, was kommt. Habt jetzt die Kraft, die Stabilität und auch die Geschmeidigkeit dafür. Ein tiefer Atemzug ein, öffnet nochmal die Arme bis zum Himmel. Die Hände finden sich. Ein tiefer Atemzug aus. Und damit ist diese kleine Einheit beendet. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass wir es machen durften. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.